Hallo lieber Widder und herzlich willkommen zur ersten Monatshälfte im August. Mein Name ist Sirut Sabine und gemeinsam schauen wir jetzt in die Energie des hochspannenden August, in die Zeit vom 1. bis zum 15.8. Und wir haben ja sehr, sehr kraftvoll den Einstieg in den August. Zum einen mit Lugnasat, mit dem ersten Erntefest am 1. August. Und dann am 8.8. das berühmte und sehr, sehr kraftvolle Löwe-Portal. Und all diese Energien schwingen mit ein. Und ich möchte jetzt schauen für dich, wie startest du in den Monat? Was zeigt sich? Was möchte sich öffnen? Ja, was darf vielleicht gehen? Und wie zeigen sich in der Tiefe die Energien? Und ganz ehrlich, lieber Widder, wir starten hier schon mal sehr kraftvoll mit dem Ass der Schwerter. Deine dir innewohnende Passion. Damit geht es los. Ass der Stäbe, ein Neuanfang, eine Initiation, vielleicht eine Initialzündung. Und auch hier nochmal, die kam in den letzten Readings sehr, sehr häufig, die Reparaturarbeit. Hier geht es um Vergebung, hier geht es darum, etwas zu heilen, etwas zu reparieren. Wir schauen gleich mal in dem Büchlein nach, was ich hier für dich zeigen möchte. Und ja, du siehst es ja schon, ich mische ja schon, schaue hier mit unterschiedlichen Orakelkarten und dann mit dem Tarot. Und in der Fortsetzung schauen wir nochmal tiefer auf das, was sich hier zeigt. Innerer Frieden, wunderschön, der Seerosenteich. Dieses Ass der Stäbe, habe ich das Gefühl, öffnet hier Raum, dass etwas heilen darf, dass etwas wieder zusammengefügt werden darf, sodass du mehr in den inneren Frieden eintauchen kannst. Und weil dieser August so energetisch hochschwingend startet, habe ich hier das Energieportal, Orakel, so ähnlich heißt es, ich kriege es aus dem Kopf nicht ganz zusammen, von Kyle Gray. Karmische Ratklärung. Energetische Reinigung. Schreibe deine Geschichte neu, lebe deine Wahrheit. Ich habe dir aber auch die Karten, die ich hier verwende, mit allen anderen oder mit einigen anderen unten in der Videobeschreibung nochmal aufgeführt. Karmische Ratklärung. Schreib deine Geschichte neu. Hier gilt es, etwas in Frieden zu bringen, sodass du eine neue Geschichte deines Lebens schreiben kannst. Aus deinem inneren Feuer heraus. Mit dem Ass der Stäbe geht es hier definitiv um Neuanfangsenergie. Es geht um Wachstum. Es geht um inneren Frieden, um Heilung. Eine Karte möchte ich bitte noch. Hier eine Hauptenergie für Widder. Und dann schauen wir uns das Ganze mal gemeinsam an. Für Widder eine Hauptenergie bitte. Für die erste Augusthälfte, 1. bis 15.8. Für Widder. Da haben wir sie. Der Stern. Die Wunscherfüllung, Seerosenteich, auch hier haben wir so ansatzweise den Stern auf der Karte. Ich möchte aber mit dir mal hier diese Reparaturarbeit tiefer beleuchten, denn ich glaube, neben dem Ass der Stäbe ist das der Initialfunke. Vergebung, Wiedergutmachung, Versöhnung nach einem Streit.
Wann immer wir verletzt sind und zulassen, dass die Verletzung uns ganz erfasst, ohne verstanden und integriert zu sein, bürden wir uns ungewollt eine neue seelische Last auf. Das hat dann auch was von der Energie der 10 Stäbe, die du dir da so nach und nach auf den Rücken packst und mit dir trägst. Wir werden zu Sklaven dessen, was doch gerade der Heilung bedarf, des Schmerzes, der Erinnerung, des nachklingenden Grolls und der Konflikte, die wir im Geiste immer wieder durchspielen. Es gilt jetzt, eine Kluft zu überbrücken, Wunden zu heilen und die alten Verletzungen loszulassen, um in deine Macht zu kommen. Hier, Macht, das Ass der Stäbe. Vergib und gib frei, schließe Frieden und bemühe dich um Wiedergutmachung. Schenke dir selbst die Freiheit. Ja, solange wir, sage ich jetzt mal, diese 10 Stäbe auf unseren Schultern tragen oder vor uns hertragen, dann können wir nicht erkennen, welche wundervollen Möglichkeiten uns das Leben schenkt. Also, Reparaturarbeit bedeutet hier auch, Altes loszulassen, dir selbst für unterschiedliche Themen zu vergeben. Ich habe auch das Gefühl, hier einen Schleier zu flicken, nämlich, dass nicht nur du von deiner Vergebungsarbeit und von deinem Loslassen profitierst, sondern dass diese Energie zu allen Menschen in deinem Umfeld fließt. Mit dem Stern haben wir hier die Wunscherfüllung für dich. Und die Wunscherfüllung mag hier ein Stück weit der innere Frieden sein. Es geht um energetische Reinigung, gerade in Bezug auch auf die Reparaturarbeit, also auf die Vergebungsarbeit. Hier möchten alte Schleier, alte Schichten abgelegt werden, sodass dieses Ass der Stäbe und auch der Stern ganz klar für dich zum Vorschein kommen, dass du hier eine ganz neue Lebensgeschichte dann auch schreiben kannst für dich. Also ganz neue Erfahrungen stehen an. Innerer Frieden ist gefragt, immer wieder, ganz gleich in welchen Situationen, in der Aufregung, dass ein Wunsch sich jetzt erfüllt, darfst du inneren Frieden in dir stabilisieren, in der Vergebungsarbeit sowieso, aber auch in dem Feuer, in der Leidenschaft, was sich da zeigen möchte, darfst du auch im inneren Frieden sein. Ganz gleich, wie lebendig sich es anfühlt, diesen Wunsch zu erfüllen, du darfst mit dir friedvoll sein. Hier haben wir 2 Karten, die gleichzeitig herausgesprungen sind. Ja, der Teufel und der Page der Münzen. Hier geht es mit dem Ass der Stäbe und dem Pagen der Münzen darum, dass du hier eine Inspiration bekommst, ein Angebot, eine Einladung. Hier geht es um Wachstum, um Ausdehnung, etwas aufzubauen, vielleicht auch hier Frieden aufzubauen. Vielleicht ist der Page der Münzen auch hier in dir so dieser erste Schritt, etwas in eine neue Richtung zu bringen, aus alten Mustern heraus, aus alten Schuldgefühlen herauszugehen. Mit den Münzen haben wir hier ganz klar die materielle Ebene. Also es kann sich hier etwas beruflich verändern, wo du sagst, ich kann in dieser Art und Weise nicht mehr arbeiten. Ich habe das so lange versucht, ich habe da so viel Energie auch reingegeben, aber es funktioniert nicht. Ich fokussiere mich jetzt hier mehr auf mein inneres Wachstum und eben auch auf die Wunscherfüllung. Mit den 7 Kelchen haben wir unterschiedlichste Möglichkeiten. Und ich komme hier nochmal auf die Arbeit zurück, weil mir hier ein Bild gegeben wird, wo es durch Kollegen, durch eine Zusammenarbeit nicht immer so rund läuft, wo hier Geschichten erzählt werden,
wo hier auch unterschiedliche Möglichkeiten aufgezeigt werden. Und mit dem Teufel kann es sein, dass du hier oder das versucht wird, dich zu beschwichtigen, dich abzulenken, dich in alten Mustern zu halten. Die sieben Kelche sind ein Stück weit die Illusion auch. Etwas, was noch im Nebel liegt, etwas, was vielleicht noch nicht angeschaut wurde, um es jetzt endlich in den Frieden zu bringen. Also vielleicht ist dir oder einem Gegenüber noch gar nicht so in der Tiefe bewusst, wo es hier um Vergebung geht oder welches Thema da geklärt und geheilt werden möchte. Das kann sein, dass du hier noch ein bisschen im Dunkeln tappst, noch ein bisschen irritiert bist, weil vielleicht auch von außen ja diverse Erwartungen an dich herangetragen werden. Doch ich muss ganz klar dazu sagen, mit dem Ass der Stäbe und dem Pagen der Münzen bist du hier dabei, diese Themen aufzuarbeiten. Du bist dabei, Klärung herbeizuführen und dich wirklich auf eine neue Ebene auch zu erheben. Der Herrscher, ja, auf eine neue Ebene zu erheben. Widderenergie, der Herrscher und hier, deine Energie. Die Wunscherfüllung, der Stern ist, dass du deine Kraft, deine Verantwortung und auch deine Energie hier leuchten lässt. Widder ist ja im Tierkreis so der Beginn, der Anfang. Daher finde ich auch das Ass der Stäbe sehr passend und auch den Pagen der Münzen. Also hier möchte etwas Neues begonnen werden. Ein lang ersehnter Wunsch, den du dir hier vielleicht auch gerade erfüllen möchtest, wo es darum geht, aber auch zurückzublicken und zu schauen, auch wenn es sich jetzt ein bisschen drastisch anhört, welche Schäden du auf deinem Weg zurückgelassen hast. Also egal, was wir tun, wir versuchen ja immer auch unser Bestes zu geben und nach bestem Wissen und Gewissen zu handeln, zu reagieren und. Aber dennoch, unser Bestes oder das, was wir als das Beste halten, muss nicht zwangsläufig für andere auch gut sein. Also gibt es hier auf deinem Weg vielleicht, sorry auch für dieses Wort, eine gewisse Form von Kollateralschaden. Die Worte hören sich sehr dramatisch an. Also das, was ich damit sagen möchte, ist, dass du zurückschauen darfst, auch ganz bewusst zurückschauen darfst und wirklich in die Vergebung hineingehen darfst, dich einfühlen darfst. Wo hast du bisher noch nicht den Mut gehabt, hinzuschauen? Und wo gilt es jetzt wirklich, dein Herz zu öffnen, um einen neuen Grundstein zu legen? Weil wir wollen diesen Teufel nicht mehr weiter füttern. Es geht jetzt darum, einen Neuanfang zu starten. Es geht jetzt darum, in dir im inneren Frieden anzukommen, auf deinem Platz, dir deiner Wünsche auch bewusst zu sein und daraus die Entscheidung zu treffen. Das sind viel zu viele Karten. Eine weitere Karte möchte ich bitte hier, der innere Frieden. Ja, der nicht der Page und nicht der Münzenritter, sondern der Ritter der Münzen, der hier sagt, lieber Widder, versuche es mal mit Ruhe und mit Ausdauer. Auch wenn das für dich schwierige Energien sind, weil du eher so der Ritter der Ritter der Stäbe oder auch Ritter der Schwerter bist, also das Leidenschaftliche, das Schnelle, das Erobernde, doch mit dem Ritter der Münzen haben wir hier einen Aspekt, der dich dazu einlädt, mehr zur Ruhe zu kommen, mehr
darauf zu schauen, wie kannst du die Themen, die Aufgaben, die in deinem Bereich liegen als Herrscher, jetzt vielleicht delegieren oder mit einem neuen Plan eine neue Lebensweise für dich auch integrieren. Der Ritter der Münzen ist jemand, der geht Schritt für Schritt. Der Page der Münzen legt den Grundstein, der bringt die Energie herein, der bringt hier etwas, bringt etwas, was sich lohnt anzuschauen und wo auch ein Wachstumsprozess stattfinden kann, vom Pagen zum Ritter. Etwas, was hier auch eine gewisse Form des Commitments und der Geduld bedarf. Vor allen Dingen auch, wenn es darum geht, in dir Frieden zu finden, dann oder auch inneren Frieden zu stabilisieren, dann darfst du ganz einfach auch nochmal auf alte Muster, alte Verstrickungen schauen, die dich bisher davon abgehalten haben. Also dieses immer auf allen Hochzeiten tanzen und stetig vorne dran mitzuspielen, das ist zum einen in deiner Energie ein Stück weit angelegt, zum anderen aber auch eine Konditionierung. Selbst wenn ich jetzt sage, es ist in deiner Energie angelegt, ist auch das eine Konditionierung. Also du darfst immer wieder schauen, was möchte sich durch dich entfalten. Und du darfst das Ganze hier in einer gewissen inneren Ruhe und innerem Frieden umsetzen. Also dieses Ass der Stäbe ist hier eine Initialzündung. Der Page reicht dir hier eine Münze, die sagt, ey, lass uns da mal hinschauen, lass uns auf die alten Muster schauen, denn hier gilt es, deine Verantwortung zu übernehmen. Und karmische Ratklärung, hier geht es ja um energetische Reinigung, das dürfen wir nicht vergessen. Und diese energetische Reinigung, die schwingt natürlich auch in allem hier mit. Also der Teufel möchte geklärt, geheilt werden, die Vergebung, dann haben wir hier die Illusion, dann möchte etwas aufgebaut werden. Es möchte aber einfach auch in neuer Energie aufgebaut werden. Der Stern, das ist auch Wassermann-Energie, Wunscherfüllung, Leichtigkeit, Offenheit, Klarheit. Und die Königin der Kelche. Hier kann es um eine Königin der Kelche gehen in deinem Leben. Hier kann es darum gehen, vielleicht etwas Neues mit einer Königin der Kelche zu aktivieren, weil es hier Schritt um Schritt auf diese Königin zugeht. Es kann aber auch sein, dass es eine hilfreiche Energie von außen ist, die dir sagt, lieber Widder, schau und schau nicht nur, sondern spüre auch, spüre die Tiefe. Also wir haben den Seerosenteich. Genieße mal die Fische, die darin schwimmen. Genieße mal die Seerosen, die sich ausbreiten, die ihre Blüten zeigen, die auch aus dem Schlamm emporwachsen. So hat auch die Königin der Kelche hier eine gewisse Tiefe, die sie dir mit ihrem Kelch offenbart, wo du tiefer schauen darfst. Es kann hier um Heilungsenergie gehen, gerade mit der Energiereinigung hier durch den karmischen Rat. Hier kann es darum gehen, dass du vielleicht eine Energieheil-Session bekommst, um einfach auch alte Schnüre, alte Verstrickungen zu erlösen, um dir deiner selbst auf tieferer Ebene klar zu werden. Ich finde das sehr, sehr spannend, sehr tiefgründig, meine Lieben. Und ich möchte jetzt gerne in der Fortsetzung einmal tiefer schauen und möchte mal auf all das schauen, was sich jetzt hier zeigt. Gerade auf die energetische Heilung, auf das, was du vielleicht noch nicht siehst,
Und so du dich bisher hier wiedergefunden hast, bedenke bitte auch, dass das Ganze wirklich kollektiv ist. So freue ich mich, wenn du in der Fortsetzung dabei bist, um hier nochmal tiefere Erkenntnisse für dich zu öffnen. Achte darauf, klar mit dir zu sein. Achte auf die Themen, Situationen, die sich vielleicht zum Davonlaufen anfühlen. Und genau da, lieber Widder, darfst du hinschauen.